Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ich überbringe euch revolutionäre Grüße der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands. Wir verurteilen aufs Schärfste den militärischen Angriff des türkischen faschistischen Regimes auf Afrin. Gerade erst wurde der IS weitgehend aus dem Irak und Syrien vertrieben, maßgeblich von den Kräften der SDF mit dem Kern der JPG-Einheiten. Schon beginnen die verschiedenen alten und neuen imperialistischen Mächte wie die Türkei, der Iran, Russland und die USA und die EU den Kampf um die Aufteilung Syriens zu führen. Damit hat eine neue Phase im imperialistischen Krieg um Syrien begonnen. Das verschärft die weltweite allgemeine Kriegsgefahr und es hat, wie sich in den vergangenen Tagen gezeigt hat, das Potenzial eines direkten Aufeinandertreffens der imperialistischen Mächte USA und Russland, was die Gefahr eines Weltkrieges in sich birgt. Diese militärische Aggression der Türkei erfolgt mit dem Segen des US-Imperialismus und des russischen Imperialismus. Nicht nur das, die deutsche Regierung unter Merkel, die sich in der Welt als Hüterin der Menschenrechte aufspielt, arbeitet eng mit dem faschistischen Erdogan-Regime zusammen. Afrin wird mit deutschen Waffen, unter anderem mit Leopard 2 Panzern, angegriffen. Kurdische und türkische revolutionäre Organisationen werden von der Bundesregierung zunehmend kriminalisiert und verfolgt. Gerade in den letzten Wochen häufen sich massive Angriffe auf das Demonstrationsrecht. Mittlerweile werden schon so, zum Beispiel in Heidelberg, Parolen wie Biji, Bergsverdana Afrin oder JPG, JPG, es lebe der Widerstand von Afrin, verboten. Sofortige Einstellung der Unterstützung des Erdogan-Regimes durch die deutsche Regierung. Keine Waffenlieferungen an die Türkei. Aufhebung des Verbotes der PKK und Freiheit für Abdullah Öcalan. Alle Imperialisten und ihre faschistischen Söldnertruppen raus aus Syrien. Bei aller Konkurrenz sind sich die Imperialisten einig gegen Rojava als Symbol des Kampfes für Freiheit und Demokratie und die internationale Solidaritätsbewegung. Sie werden niemals dauerhaft tatenlos dabei zusehen, wie sich eine demokratische Alternative entwickelt und machen deutlich, dass die Hoffnung in einen friedlichen Weg der Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung illusionär ist. Wir dürfen uns auf keinen Imperialisten und Reaktionäre verlassen. Weder auf Russland, noch auf die USA, noch auf das Assad-Regime. Das wäre der sichere Weg in die Niederlage. Die wahren Verbündeten des heldenhaften Kampfes in Afrin und Rojava, das sind die einfachen Menschen, die internationale Arbeiterbewegung und die Völker der Welt, die um Freiheit, Demokratie und für den Sozialismus kämpfen. Vor über 2 Jahren wurde der Solidaritätspakt der ICO mit dem kurdischen Befreiungskampf geschlossen. Kein fortschrittlicher Kampf heute auf der Welt darf isoliert bleiben. Und jeder Kampf muss auch Teil des gemeinsamen weltweiten antiimperialistischen Kampfs und der Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution werden. Ausgebeutete und Unterdrückte, Kurden, Araber, Türken, sie dürfen sich nicht spalten lassen, sondern müssen sich zusammenschließen und gemeinsam mit den deutschen Werktätigen kämpfen. Angesichts der Entwicklung in Afrin rufen die ICO als auch der Internationale Kampfbund der Völker zu einem weltweiten Aktionstag Afrin wird leben am 21. März, dem kurdischen Neujahrstag, dem Newroz, auf. Dieser weltweite Aktionstag wird mindestens in 80 Ländern auf der Welt organisiert werden.
Die MEPD hat dies initiiert und wird diesen Tag mit aller Kraft in Deutschland vorbereiten. In mindestens 50 Städten quer durch die Republik sind geplant Veranstaltungen, Feste, Demonstrationen und Kundgebungen. Lasst uns an diesem Tag gemeinsame Feste, Kundgebungen und Demonstrationen und Feiern organisieren, auch wenn am 17. März die zentrale Nevros-Feier, wie wir alle wissen und wie wir uns das wünschen, in Hannover organisiert werden wird. Auch wenn diese durch staatlicher Seite schikaniert und verboten wird. Erdogan, Terrorist, Erdogan, Terrorist, Erdogan, Erdogan, Terrorist, Erdogan. Liebe Freunde, liebe Genossen, ich lade euch herzlich ein, in der Vorbereitung auf das Weltaktionstags in der kommenden Woche an dem Solidaritätskonzert für Afrin teilzunehmen, das einen wirklich internationalistischen Charakter hat, mit hervorragenden Musikbeiträgen, nicht nur von kurdischen Freunden, sondern auch von afghanischen und einer palästinensischen Folklore- und Tanzgruppe und bekannten Gruppen hier aus Berlin. Arbeiten wir gemeinsam an der Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution zum Aufbau der Vereinigten Sozialistischen Staaten der Welt. Lasst uns gemeinsam am Aufbau des internationalistischen Bündnisses fortschrittlicher und revolutionärer Kräfte in Deutschland arbeiten gegen den Rechtsruck der Regierung. Arbeiter, Gewerkschafter, kämpferische Frauen, rebellische Jugend, Internationalisten, Antifaschisten und Revolutionäre gemeinsam gegen den Rechtsruck dieser Regierung, der Merkel-Regierung und der Sozialdemokratischen Partei. Für Frieden, Freiheit, echten Sozialismus. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Proletarier und Unterdrückte, vereinigt euch. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Dankeschön.